Ja, Start für Fellner Live mit dem Interview mit jenem Österreicher, der uns in den nächsten Jahren am meisten beschäftigen wird, der wichtigste Österreicher werden wird, obwohl er kein Österreicher ist. Denn Franco Foda hat einen deutschen Pass, wenn ich richtig informiert bin, oder? Das ist richtig, ja. Ich habe einen deutschen Pass, aber lebe schon sehr, sehr lange in Österreich. 20 Jahre, es ist 20 Jahre Jubiläum jetzt, wie ich gerade gelesen habe. Das ist richtig, ja. Ich bin im Juli 1997 nach Graz gekommen mit meiner Familie. Und man sieht, wir haben uns sehr, sehr wohl gefühlt und sonst wären wir nicht so lange in Graz geblieben. Franco Foda, unser neuer Teamchef, gestern super erfolgreich, gleich mit einem Sieg gegen Uruguay begonnen. Aber heute sitzen wir schon in Graz im Trainingscenter oder in der Trainingsanlage von Sturm Graz. Und Sie sind noch gestern Nacht oder heute zeitig in der Früh nach Graz zurückgefahren, um hier den Job als Sturmtrainer auszuüben, richtig? Ja, das ist richtig. Ich bin heute Morgen von Wien wieder nach Graz zurückgekehrt. Freue mich jetzt auch wieder auf meine Spieler, auf meine Mannschaft. Ich bin ja jetzt auch bis Dezember noch Trainer bei Sturm Graz. Und wir werden alles versuchen, in Verbindung mit meinem Trainerteam, in Verbindung mit der Mannschaft und in Verbindung mit dem Umfeld bis zum Dezember das Optimum herauszuholen. Normalerweise gibt es ja am Tag nach einem Länderspiel immer eine Pressekonferenz zum Mittag. Und Sie haben die heute einmal gecancelt, auch um zu zeigen, Sie arbeiten noch und reden wenig. Das ist ja eigentlich das Foda-Motto, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Nein, ich rede, wenn es notwendig ist, schon viel. Ja. Aber es war einfach so ausgemacht, dass ich nach dem Länderspiel wieder Sturm Graz zur Verfügung stehe. Deshalb bin ich auch heute Morgen gleich zurückgereist und wir haben jetzt auch im Anschluss an das Interview ein Training mit meinen Spielern, mit der Mannschaft und werden uns dann auch konzentriert auf das nächste Spiel gegen Salzburg vorbereiten. Das ist ja für Sie schon eine kleine Vorentscheidung, denn wenn Sie in Salzburg gewinnen, dann ist der Herbstmeistertitel natürlich relativ nah und ich nehme an, das ist ja das große Ziel, mit Sturm auf jeden Fall noch Herbstmeister zu werden, ne? Ja, das wäre ein schönes Nebengeräusch. Wir sind Tabellenführer und wir wollen klarerweise auch in Salzburg die Tabellenführung verteidigen. Und wir haben jetzt einen Punkt Vorsprung und gehe aber davon aus, dass die Mannschaft jetzt auch in den letzten Tagen unter meinem Co-Trainer Thomas Christel gut gearbeitet hat. Und ja, die Spieler sind hungrig. Wir freuen uns auf das Spiel. Absolutes Spitzenspiel. Erste gegen den Zweiten. Und was gibt es Schöneres? Das direkte Duell. Und wenn Sie gewinnen, dann ist der Herbstmeistertitel zum Greifen nach, kann man sagen. Ne? Ja, danach gibt es auch noch 3 Spiele zu absolvieren. Wir hätten dann zwar ein 4-Punkte-Polster, aber wir wissen alle, wie schnell es im Fußballgeschäft geht. Wichtig wird einfach mal sein, dass wir wieder am Wochenende gut spielen. Und wir wollen zumindest mal einen Punkt mitnehmen und die Tabellenführung verteidigen. Und dann gehen wir das nächste Spiel an. Jetzt sind Sie für mich, Herr Foda, ja eigentlich ein Phänomen. Ja? Weil also, ich frage mich, wie schaffen Sie das, aus einem Team wie Sturm Graz praktisch eine Meistermannschaft zu machen. Wie macht man das? Ich meine, die war ja jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren mit viel Geld und viel Erfolgen und so weiter gesegnet und sie bringen die aber auf Meisterkurs. Wie schafft man das? Gut, ob wir auf Meisterkurs sind, das lassen wir mal dahingestellt sein. Naja, vorerst zumindest, bis Sonntag. Gut, bis Sonntag. Wir sind auf jeden Fall mal Tabellenführer. Ja, das hat sich, glaube ich, so in den letzten Jahren entwickelt. Nach meiner Rückkehr habe ich die Mannschaft ja auf dem 7. Tabellenplatz übernommen. Wir haben uns dann kontinuierlich nach vorne gearbeitet. Die Erwartungshaltung hier in Graz ist immer sehr groß, sehr hoch. Wir haben aber, glaube ich, dann auch in den letzten Jahren die richtigen Transfers getätigt. Wir waren ja schon mal im letzten Jahr Herbstmeister, haben dann leider Gottes dann im Winter, in der Wintertransferperiode mit Matic und Edovonji 2 wichtige Spieler abgegeben. Sind deshalb wahrscheinlich auch nur Dritter geworden. Vielleicht hätten wir sonst Salzburg länger ärgern können. Ja, dann haben wir jetzt im Sommer wieder Spieler geholt, die einfach auch zu unserer oder zu meiner Spielphilosophie passen. Spieler geholt, die einfach auch flexibel einsetzbar sind, die unsere Mannschaft besser machen. Und es hat sich einfach ausgezahlt, dass wir auch dann im Sommer die Mannschaft gehalten haben, dass wir uns wirklich auch nur punktuell verstärkt haben. Und ja, das spiegelt sich jetzt auf dem Platz nieder. Und jetzt ist es einfach wichtig, diese Leistungen weiterhin zu kompensieren, kontinuierlich weiterzuarbeiten und wichtig wird auch sein, dass wir auch jetzt im Winter, obwohl ich dann ja ab Januar Teamchef bin, aber auch in diesem Winter ist es wichtig, die Mannschaft zusammenzuhalten
und wenn es möglich ist, keine Spieler oder keine guten Spieler im Winter abzugeben. Was ist denn Ihre Spielphilosophie? Weil Sie gesagt haben, Sie arbeiten hier nach Ihrer Spielphilosophie. Was ist das? Ja, ich glaube, die Idee hat jeder Trainer. Man will jedes Spiel gewinnen und dabei sehr, sehr gut spielen. Ist aber nicht immer möglich, weil es einen Gegner gibt. Aber die Idee ist schon, dass wir immer aktiv sein wollen. Das heißt, wir wollen versuchen, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Wenn der Gegner den Ball hat, wollen wir ihn so schnell wie möglich zurückerobern. Wir wollen mit Tempo und schnell nach vorne spielen. Klar, das Umschaltspiel ist ein wichtiger Faktor, aber auch Ballbesitzspiel. Ja. Gerade Ballbesitzspiel dann, wenn du gegen einen Gegner spielst, der tief steht, dass du eine gute, schnelle Ballzirkulation hast, dass du die Räume erkennst und klar, vertikales Spiel nach vorne, schnell in die Tiefe. Und aber wir wollen Tore erzielen. Man sagt ja allgemein, es zeichnet sich aus, dass sie sehr aggressiv spielen. Also, dass ihre Spieler am Platz sehr bissig sind, sehr aggressiv sind. Ja, genau. Das ist ja auch wichtig, wenn du gegen den Ball arbeitest, dass du natürlich auch so schnell wie möglich den Ball zurückeroberst. Und es geht halt nur mit einem aggressiven Spiel. Wenn du aggressiv in die Zweikämpfe gehst, wenn du immer nah am Mann bist, wenn du immer auch nach vorne verteidigst. Klar, das sind Attribute, die für eine Mannschaft wichtig sind. Und darüber hinaus auch die Ballsicherheit, wenn du den Ball hast. Wenn ich ganz kurz Ihre Geschichte rekapitulieren darf, die ja ganz toll ist. Sie sind vor genau 20 Jahren nach Graz gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt wissen, dass das jetzt gerade 20-jähriges Jubiläum ist. Da hat Sie der Kartnick geholt oder wer hat Sie damals als Spieler nach Graz geholt? Als deutschen Bundesligaspieler, Sie waren ja damals Bundesligaspieler. Von VfB Stuttgart, ja. Zweimal, glaube ich, in der Nationalmannschaft. Richtig, ja. Einmal gegen Brasilien. Und Argentinien. Ja. Und dann sind Sie nach Graz gekommen. Ja, das war... Da hat Sie der Kartnick geholt oder wer hat Sie geholt? Ja, das war 1997. Ja. War damals beim VfB Stuttgart, an Basel ausgeliehen. Und es war so, dass ich in Basel mit Marco Schupp zusammengespielt habe. Mhm. Und er war eigentlich vor mir in Graz. Mhm. Und dann hat Sturm Graz noch einen Libero gesucht. Und Markus Schupp hat dann dem Präsidenten gesagt, dass da... Der Präsident war Kartnick damals. Genau, Hannes Kartnick hat dann dem Herr Kartnick gesagt, dass da in Basel noch ein sehr guter Spieler ist. Zudem gibt es ja seit damals eine lange Freundschaft irgendwie. Nicht? Ja, wir kennen uns sehr... Der bewundert Sie ja irgendwie. Ja, wir kennen uns sehr, sehr gut. Und er hat... Also solange ich hier Spieler war, auch als Trainer tätig war, er hatte Handschlagsqualität. Mhm. Ich habe ihn auch persönlich auch im Gefängnis besucht. Klar, er hat Fehler gemacht, aber zu denen hat er auch dann gestanden. Mhm. Aber ich glaube, er wollte sich nie an irgendetwas bereichern. Aber Sie sind ein Kartnick-Produkt, kann man eigentlich sagen, ne? Wenn man so will, schon. Weil er hat mich damals geholt. Ich weiß noch, ich war in Griechenland im Urlaub, war mit meiner Frau im Urlaub. Wir haben gerade... Die Freizeit genossen, lagen am Strand und dann kam der Anruf und am Telefon war dann Kartnick hier. Und dann hat er gleich gesagt, ich glaube nicht, ob er mich unbedingt gekannt hat, weiß ich nicht, aber er hat dann gesagt, er sucht noch einen guten Libero und ich wäre genau der richtige Mann. Er will unbedingt Meister werden, das ist sein größter Wunsch. Ja, und in dem darauffolgenden Jahr wurde er Meister. Und insofern hat er alles richtig gemacht. Und dann ging diese goldene Ära von Sturm los mit dem Ivica Osim, nicht? Und Sie sind zweimal Meister geworden, einmal Champions League, kann mich noch erinnern. Sie haben damals ja sogar in der Zwischenrunde gespielt, nicht? Also Sie waren ja, glaube ich, ganz knapp am Achtelfinale dran eigentlich. Ja, das ist richtig. Ja, wir hatten dann wirklich 4 Jahre eine tolle Zeit. Wir hatten auch eine tolle Mannschaft mit wirklich tollen Spielern. Auch die Mannschaft hat sich untereinander sehr gut verstanden. Es war viel Harmonie innerhalb des Vereines. Und wir hatten einen sehr guten Trainer, tollen Trainer mit Ivica Osim. Dessen Lieblingsschüler Sie damals waren oder Lieblingsspieler, kann man sagen. Ja, ne? Lieblingsspieler weiß ich nicht. Und der hat Sie dann überredet, sein Assistent zu werden, ne? Ja, es war einfach so, dass wir viele gute Spieler hatten. Ob ich sein Lieblingsspieler war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er ein sehr guter Trainer, hat uns immer top eingestellt. Mhm. Und wir hatten aber auch eine super Mannschaft, die wirklich sehr gut miteinander funktioniert hat. Mhm. Deshalb waren wir auch so erfolgreich. Und nach meiner aktiven Karriere, also wir sind ja dann zweimal Meister geworden, waren zweimal Champions League, haben uns dann auch einmal für die Zwischenrunde qualifiziert. Mhm. Das waren sicher außergewöhnliche Momente. Also, unfassbar damals, ja. Ja, unglaublich, unfassbar, dass wir so weit gekommen sind. Aber man sieht, dass man auch als Sturm Graz sehr viel erreichen kann. Mhm. Und es war eine goldene Zeit. Mhm. Ja, und nach diesen 4 Jahren, 2001, habe ich ja dann meine Karriere beendet. Ich war dann 35. Mhm. Ja, da muss man dann auch irgendwann langsam erkennen. Und wurden Trainer.
Richtig, ja. Und dann hat eine Hochschaubahn begonnen, wenn ich so sagen darf. Ne? Ja. Dann waren sie immer irgendwie erfolgreich und dann kam ein Absturz, sie wurden gefeuert, wieder neu begonnen, wieder erfolgreich, wieder Absturz, wieder gefeuert. So ist eine Zeit lang dahin gegangen, oder? Nein, so war es nicht. Also es war so, dass ich nach meiner aktiven Karriere, nachdem ich dann gemerkt habe, mit 35, ich konnte irgendwo das Niveau nicht mehr halten, da muss man einfach auch so selbstkritisch sein. Und dann habe ich aufgehört. Ich wollte auch nicht mehr in einer anderen Liga spielen, sondern ich hatte dann auch die Möglichkeit, Heinz Schilcher und Hannes Kartnick haben mir ermöglicht, in der Akademie als Akademieleiter zu arbeiten und als Amateurtrainer. Ich habe dann im Prinzip dort begonnen. Vorher hatte ich die U13, also von unten nach oben gearbeitet. Und wurde dann Co-Trainer bei Ivica Osim. Und nachdem dann Ivica Osim den Verein verlassen hat, war ich dann Interimstrainer, 8 Monate. Und ja, da wurde ich nicht beurlaubt, sondern da war einfach die Erkenntnis, ich hatte noch nicht meine Trainerscheine komplett absolviert. Also ich durfte eigentlich auch gar nicht weiter trainieren. Der Verein war der Meinung, sie wollten einen erfahrenen Trainer holen, damals mit Gilbert Gress. Das haben sie gemacht. Für mich war das überhaupt kein Problem. Ich bin wieder als Amateurtrainer zurückgekehrt. Das war das erste Mal. Aber das zweite Mal wurden sie ja richtig gefeuert, nachdem sie Meister geworden sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig, genau. Ja. Also ich bin dann als Amateurtrainer wieder zurück. Wir haben dort sehr erfolgreich gearbeitet. Und 2006 habe ich dann die Möglichkeit nochmal erhalten von Hannes Kartnick, hat halt doch gesehen, dass ich ein guter Trainer bin, hat mir die Möglichkeit nochmal gegeben, hier wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Dann sind Sie Meister geworden? Genau, dann sind wir als Cupsieger geworden. Und dann mit einer Hundstruppe, wie es damals geheißen hat? nein, die Mannschaft war schon, wir hatten viele junge Spieler, aber die jungen Spieler, es war eine super Einheit, wir haben eigentlich alle gut miteinander funktioniert, das hat den Erfolg ausgemacht. Dann sind wir Meister geworden, überraschend, hatte niemand erwartet, aber wir hatten dann einfach auch am Schluss einen riesen Lauf gehabt und die Mannschaft hat dann an sich geglaubt, sind dann Meister geworden. Und dann war es klar, nach dem Meisterschaftsjahr, weil wir hatten halt auch nicht die Möglichkeiten, immer wieder Topspieler zu holen, das Niveau zu halten, da war es klar, dass es vielleicht etwas zurückging und dann kam halt, aber ich muss sagen, ich war dann schon, glaube ich, 6 Jahre Trainer, also es war erst nach dem 6. Jahr, das ist schon eine lange Zeit. Dann haben sie sich zerstritten. Nein, das war eine lange Zeit für einen Trainer und dann kam halt ein neuer Sportdirektor und der hatte eine andere Idee. Und wir haben dann nach dem Cup aus gegen Hartberg, wurde ich dann beurlaubt, aber ich glaube, viele haben es auch danach bereut und habe dann auch... Sind Sie nach Deutschland gegangen? Ne? Richtig, genau, ja. Kaiserslautern, wenn ich richtig informiert, dann wieder zurück. Und jetzt haben Sie diese Mannschaft aufgebaut, mit der Sie jetzt die Chance hätten, Meister zu werden und Champions League zu spielen, was ja wahrscheinlich Ihr Traum war, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ich bin deshalb nochmal zurückgekehrt. Also Meister, Cupsieger wurde ich ja schon. Und mein großer Wunsch war es, mit Sturm nochmal in der Champions League zu spielen, als Trainer. Als Spieler habe ich es erreicht, als Trainer. Das war mein großer Wunsch. Das war auch meine Intention, wie ich hier wieder zurückgekommen bin. Jetzt sind wir auf einem guten Weg. Aber ich sage immer, als Trainer hast du keine Karriereplanung. Ja, ich hätte nie gedacht, vor 5 Wochen, dass ich jetzt im nächsten Jahr Teamchef werde. Aber glauben Sie, hätten Sie diesen Meistertitel und die Champions League schaffen können im Frühjahr? Oder ist das einfach nicht möglich, weil mit Red Bull Salzburg ein finanziell derartig übermächtiger Gegner da ist, wo man, wenn man mit nur ein Zehntel der PS fährt, halt letztlich nicht gewinnen kann? Nein, es ist im Fußball generell immer alles möglich. Ja, wir waren ja letztes Jahr auch Herbstmeister, aber wir haben dann auch gesehen, weil das Problem ist immer bei uns, auch bei Sturm Graz, wenn du gut spielst, wenn du richtig gut dabei bist, wenn du Tabellenführer bist, das weckt Begehrlichkeiten. Ja, wir haben halt viele junge Spieler, talentierte Spieler. Und das sieht man auch jetzt wieder, es gibt Interesse von anderen Vereinen. Ja, und insofern ist es auch wichtig. Geld, dann kann man es nicht mehr zahlen. Und dann, insofern ist es wichtig, halt immer wieder versuchen, die Mannschaft zu halten. Aber das ist halt hier nicht immer möglich. Ja, wir haben jetzt wieder eine gute Mannschaft gefunden. Ich hoffe das Beste. Fußball ist alles möglich, das wissen wir. Wir sind ja auch schon einmal Meister geworden. Es wäre möglich gewesen, heuer Meister zu werden. Schauen Sie, ich bin jetzt aktuell Trainer von Sturm und ich habe es immer so gehalten, dass es wichtig ist, dass wir intern unsere Erwartungshaltung nicht so hochschrauben. Mhm. Die Erwartungshaltung vom Umfeld ist schon sehr, sehr groß und hoch genug. Mhm. Und ich habe immer gesagt, wichtig ist, dass wir uns Jahr für Jahr für einen internationalen Startplatz qualifizieren. Das habe ich eigentlich in den letzten 3 Jahren bis auf einmal immer erreicht. Einmal sind wir knapp gescheitert. Und, klar, also haben wir wahrscheinlich ein Budget hier, das ist ungefähr ein Drittel von Salzburg, würde ich schätzen, nicht?
bestenfalls. Ja, über Zahlen will ich jetzt nicht reden. So aber, in etwa, ne? Ja, über Relationen. Ahnung. Nicht. Ja, ich glaube, dass Salzburg schon noch einen Tick mehr Budget mehr, hat. Ja? Mhm. Aber es ist ja auch legitim. Mhm. Ja, Salzburg hat einfach andere Voraussetzungen. Mhm. Und trotz allem finde ich auch dieser Weg ist extrem spannend. Also ein bisschen mit Liefering David gegen Goliath gewesen, oder? Was sie da gemacht haben. Ja, könnte man so sehen. Aber auf der anderen Seite ist es auch für Salzburg nicht immer einfach, wenn du weißt, du musst jedes Spiel gewinnen. Es ist für eine Mannschaft und für einen Trainer auch nicht immer leicht. Ja, man als Außenstehender redet man immer einfach und sagt, ja, sie haben das meiste Budget, sie haben die besten Spieler. Aber auch diese Spieler sind keine Maschinen, sondern sind nur Menschen. Und insofern muss man da auch immer wieder auch den Hut davor ziehen, wenn Salzburg jedes Jahr schafft, Meister zu werden. Wenn sie es jedes Jahr schaffen, sich auch für die Europa League Gruppenphase zu qualifizieren, glaube ich, ist das schon ein großes Plus. Herr Foder, Sie sind, gibt ja bei uns das Gerücht, bei uns Journalisten, dass Sie schon vor 4 Jahren, 6 Jahren, wann das war, wie Marcel Kroller angefangen hat, eigentlich Teamchef hätten werden sollen. Hat es damals Kontakt mit Ihnen gegeben? Haben Sie damals abgesagt oder hat der ÖFB Sie damals nicht genommen? Nein, wir haben damals, ist es richtig, ich habe auch damals einen laufenden Vertrag gehabt. Mhm. Nachdem ich mich also mit Sturm Graz gesprochen habe, dass ich ein Gespräch führen darf, das wurde mir damals auch genehmigt, habe ich mich dann auch mit Leo Windner getroffen. Mhm. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Ich war einer der 2, 3 Kandidaten. Mhm. Aber ich glaube, damals war ich einfach noch nicht so weit. Da war ich einfach noch so in diesem Tagesgeschäft auch involviert. Und letztendlich, wer dann abgesagt hat, ist, glaube ich, auch zweitrangig. Fakt ist, ich war damals im Gespräch und hätte mir es auch vorstellen können. Aber irgendwo war vielleicht auch bei mir noch nicht so diese hundertprozentige Überzeugung. Aber ich hätte es vielleicht trotzdem gemacht. Aber mit Marcel Koller haben sie damals, glaube ich, eine sehr gute Lösung gefunden. Und heute ist Teamtrainer für Sie sowas wie ein Traumziel in der Karriere? Nochmals, man hat als Trainer keine Karriereplanung, sondern ich glaube, dass der höchste Posten ist, den man in Österreich als Trainer ausüben kann. Mhm. Dass es viele junge Spieler gibt, die sehr interessant sind, ist eine neue Aufgabe. Und ja, ich bin schweren Herzens weggegangen oder kann werde weggehen im Januar, bin ja noch da bis Dezember. Und ist ja eigentlich Ihr Herz, Sturm Graz, oder? Ja, wenn man 20 Jahre hier als Spieler und als Trainer tätig ist oder war dann ab Dezember, dann hat man auch alles mitgemacht, alle Höhen und Tiefen. Ja, als Spieler habe ich eigentlich nur die Höhen erlebt. Ja, wir waren Champions League Meister, Cupsieger. Also das muss Ihnen ja ein bisschen das Herz zerrissen haben. Dann das ist richtig. Ja, musste auch lange überlegen, auch in Verbindung mit meiner Frau, weil ja, wenn du einmal hier so diese Emotionen, diesen Verein kennst und alles aufsaugst, wie der ein funktioniert, auch wie die Fans funktionieren. Ja, klar sind sie auch manchmal sehr kritisch, aber mit dem muss man lernen, umzugehen. Dann ist man schon auch infiziert, ja, als richtiger Schwarzer. Und das wird auch immer so sein. Auch wenn ich ab Januar Teamchef bin. Bleiben Sie ein Schwarzer. Ja, richtig. Ja, und keine Ahnung, vielleicht... Ja. Jetzt war es, glaube ich, meine zweite oder dritte Ära. Vielleicht gibt es wie Jupp Heynckes bei Bayern noch mal eine vierte Ära. Ja, Jupp Heynckes mit 65 dann. Ja, Jupp Heynckes ist ja auch noch mal zurückgekehrt. Ja. Ist durchaus möglich. Jetzt sind Sie für wahrscheinlich 2 Millionen Fußballfans der wichtigste Österreicher, aber Sie sind Deutscher. Wieso eigentlich? In den 20 Jahren müssen Sie doch x-mal überlegt haben, ob Sie nicht die österreichische Staatsbürgerschaft übernehmen oder nicht. Das habe ich nicht überlegt, weil ich glaube, ich bin, da muss man ja auch keinen Hehl daraus machen, ich bin in Deutschland geboren. Und Sie sind ja eigentlich Italiener, heißt es? Sie hatten mal italienische Staatsbürgerschaft, nein, deshalb auch Franco. No? Ja, mein Vater war Italiener in den jungen Jahren war ich Also es ist ein italienischer Name, ja? Richtig, war ich halb, ja. Also hatte auch 2 Pässe, dann war ich
dann nur Deutscher. Und ja, letztendlich steckt alles in meinem Blut. Ja. Ein bisschen Italienisch, sehr und viel Deutsch. Wollen Sie, Österreicher werden? Weil eigentlich müssten Sie jetzt ja Österreicher werden. Als Team Nein, das ist für mich nicht zwingend notwendig. Nochmals, würden Sie es gern werden? Oder? Nein, darum geht es für mich nicht, weil ich fühle mich extrem wohl. Ich liebe das Land. Ich liebe die Menschen hier, die Mentalität ist gut, ich komme mit allen gut aus, auch hier in Graz, auch in Zukunft, auch in Wien, und uns gefällt es einfach hier. Wir sind sehr, sehr selten noch in Deutschland, aber es ist für mich nicht zwingend notwendig, als Österreicher zu werden. Ja. Den Witz mit der Franco-Ära, den haben Sie eigentlich lustig gefunden oder auch nicht gut, der da gemacht wurde? Ja, also ich bin mittlerweile in diesem Alter, dass ich nicht alles auf die Goldwaage lege. Fakt ist, er hat wahrscheinlich meinen Nachnamen nur vergessen, Franco Foda. Das war wahrscheinlich der größte Unterschied, ansonsten hat mich das wenig bewegt. Sind Sie eigentlich ein politischer Mensch oder komplett unpolitisch? Nein, mache mir schon auch Gedanken, auch hier in Österreich und klarerweise auch in Deutschland. Ich glaube, Politik ist immer ein wichtiger Faktor im Leben. Und glaube, auch als Trainer sollte man auch immer über den Tellerrand hinausschauen. Und haben Sie politische Einstellung, die Sie sagen, oder bleibt die geheim? Nein, ich habe schon, wenn ich gefragt werde, versuche ich schon auch eine objektive Antwort zu geben, aber ich will mich jetzt hier nicht öffentlich positionieren. Also ist das so in Richtung Kurz, schwarz-blaue Regierung positioniert oder sind Sie eher auf der linken Seite positioniert? Wie muss man sich politisch vorstellen? Ja, ich glaube, dass es keinen Sinn macht, mich jetzt zu positionieren, aber man sieht ja gerade dann auch in Deutschland und Österreich, dass es ja doch, glaube ich, in nächster naher Zukunft eine Mischform geben wird. Also mit dem Wahlergebnis sind Sie zufrieden? Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, würde ich mal so sagen. Und wir reden jetzt nicht über das Team, aber ein bisschen über das Gefühl von gestern möchte ich schon reden. Was war das für ein Gefühl für Sie, da plötzlich ganz anders zu sitzen? Ist da ein Unterschied oder ist da kein Unterschied zwischen Sturm und Team? Das ist derselbe Job. Nein, es ist kein großer Unterschied. Als Trainer macht man immer seine Aufgabe, die mache ich hier bei Sturm Graz und die werde ich auch ab dem 1. Januar dann für das EFB-Team so ausführen, dass wir hoffentlich dann auch erfolgreich sind. Aber Ihr Job verändert sich ja sehr stark vom sozusagen täglichen am Platz stehen zu einem mehr Analytiker, nichts ist mehr im Büro, Sie werden sehr viel auf Reisen sein müssen, weil Sie die Spieler ja besuchen müssen, Sie müssen da ja umschalten, nicht? Das ist ja dann ein ganz anderer Arbeitsrhythmus als den Sie derzeit haben, nicht? Man sagt ja, Sie lieben das, dass Sie da täglich am Platz stehen, egal wie saumäßig das Wetter ist. Ja, ich stehe gerne am Platz, das ist richtig, aber ich werde auch in Zukunft auf dem Platz stehen und gehe auch davon aus, dass ich nicht so viele Büroarbeiten abliefern werde. Sondern mehr beobachten, rausfahren, Spieler anschauen. Genau, die Aufgabe ist es ja, Spiele zu beobachten, mit Spielern in Kontakt zu sein. Immer wieder nach den Leistungen zu schauen von den einzelnen Spielern. Aber jetzt ist es mal wichtig, ich bin noch Trainer bei Sturm Graz bis zum Dezember. Ich denke mir, es ist ja ein wahnsinnig einfacher Job, eigentlich Trainer einer Mannschaft zu sein, die man jeden Tag hat. Und es ist ja fast ein Himmelfahrtskommando, Trainer einer Mannschaft zu sein, die man 3 oder 4 Tage hat, oder? Sehen Sie das nicht auch so? Dass da dann auch viel Glück dazugehört etc.? Also, Sie werden ja wahrscheinlich der Umjubelste sein im Land, aber es kann, wie man bei Marcel Koller gesehen hat, irrsinnig schnell sich umdrehen. Angst davor, dass das so von Himmel hoch jauchzend gleich auf, weil das gibt einen ja doch ein bisschen zu denken, oder nicht? Ja, also generell will ich ja nur über Sturm Graz reden, weil ich ja jetzt auch aktuell wieder Trainer bei Sturm Graz bin. Man kann darüber reden, ob man als Trainer ein armer Hund ist oder nicht. Nein, ich bin kein armer Hund, deshalb nicht, weil es mein Job ist. Und wenn du den Trainerjob antrittst, dann weißt du, was dich erwartet. Ja. Dann weißt du, was dich erwartet im Erfolgsfall. Ja. Ja, im Erfolgsfall bleibe ich aber bodenständig, bin sehr demütig. Und genauso im Misserfolg bin ich aber auch nicht so pessimistisch, sondern ziehe auch meine Linie durch, meinen Plan durch und lasse mich da auch nicht von dem Umfeld verändern oder von Medien auch nicht verändern, sondern da habe ich auch meine klare Linie, die ziehe ich durch in Verbindung mit der Mannschaft und lasse mich da auch nicht aus dem Rhythmus bringen. Und da bleiben Sie ganz kühl, wenn die Leute, die Sie vorher in die Höhe gejubelt haben, dann plötzlich schreiben, der ist ein Arsch und so ähnlich, also für
Koller kamen ja noch ärgere Attribute. Das ja. macht ihnen nichts. Ja, das gehört einfach dazu. Ist ja doch für die, ich meine, die Buben sind erwachsen, denen ist das wurscht, ja, nehme ich an. Aber für die Frauen, so ist das schon eine Belastung, ja, oder nicht? Ja, also meine Familie ist dahin gefestigt, deshalb, weil sie, ja, weil ich ja schon jetzt eigentlich schon 30 Jahre ja. oder schon ja. über 30 Jahre ja. den Job als Spieler und als Trainer ausübe. Ja, und dann, und das ist aber ganz normal, dass du als Trainer, egal wo du arbeitest, gibt es eben nicht nur Höhen. Ja, das betrifft aber die besten Spieler der Welt. Man sieht jetzt Ancelotti, wo man gesagt hat, er ist der beste Kommunikator. Auf einmal hat es bei Bayern München nicht funktioniert. Das ist einfach unser Job, das gehört einfach dazu. Und wenn man dann alles auf die Goldwaage legt und wenn man sich mit all dem beschäftigt, wer dann Kritik übt, ja, es gehört halt auch dazu, Kritik. Für mich immer das Wichtigste, dass die Kritik nicht persönlich wird. Ja? Mhm. Und aber meine Familie ist da gefestigt und wir lachen auch oft darüber, wenn über meine Person etwas erzählt wird. Und wenn es positiv ist, ist es gut, dann nehme ich das mit. Ja. Aber bleibe trotzdem auch sehr sachlich und ruhig und bodenständig, heb nie ab und weiß auch immer wieder, dass es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Es ist heutzutage so, wenn du als Trainer einen Vertrag unterschreibst, weißt du, dass der Vertrag irgendwann gekündigt wird und meistens von der anderen Seite. Das heißt, Sie sind eigentlich unglaublich abgeklärt, wenn ich das einmal so bewundernd feststellen darf. Ja, das muss auch so sein. Ja, man muss einfach so denken und so arbeiten. Klar bin ich auch ein Mensch, der auch Gefühle hat, keine Frage. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass ich immer mit meiner Mannschaft versuche, das Beste zu machen, das Optimale. Ich kann mir letztendlich nie etwas vorwerfen. Und wir wissen alle, im Fußball spielen viele Dinge eine Rolle, viele Kleinigkeiten eine Rolle, ob du ein Spiel gewinnst oder ob du ein Spiel nicht gewinnst. Ja? Und klar sagt man auch immer, die Spieler müssen an dem Tag X die optimale Leistung abrufen. Aber es sind nur Menschen. Ja? So wie in jedem Beruf bist du nicht jede Woche gleich. Aber ich weiß, wie das ist. Die Leute kommen ins Stadion, die Leute zahlen Geld, sie wollen die Mannschaft siegen sehen, die Fans sind sehr emotional und mit dem muss man einfach leben können, als Spieler und auch als Trainer. Als ich mich vorher über Sie erkundigt habe, Vater, die einhellige Meinung war ein harter Hund. Ja? Das ist so Ihr Attribut, das Sie irgendwie haben. Ja. Bei denen, die sagen, sie kennen sich im Fußball aus. Nehmen Sie das als Kompliment, wenn man sagt, das ist ein harter Hund. Und den erschüttert nichts, also der ist beinhart, verlangt das aber auch von den Spielern? Ja, das Problem ist, man hört immer sehr viel. Ja. Aber ich bin jemand, der versucht auch sich immer selbst eine Meinung von Menschen zu machen und sie kennenzulernen. Ja? Mhm. Sie haben jetzt mit mir ein Gespräch, Sie können sich auch dann selbst eine Meinung machen nach dem Gespräch. Was ist harter Hund? Ich habe einfach eine klare Linie. Ja, ich habe eine klare Linie, die ich einfach verfolge, in guten wie in schlechten Zeiten. Und bin halt auch jemand, der eine eigene Meinung hat und der sich halt auch nicht alles gefallen lässt, sondern dann auch mal gewisse Dinge kundtut. Und bei den Spielern oder bei der Mannschaft ist es so, meine Spieler genießen schon auch Freiheiten, ja, weil ich will, dass sie Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Aber auch da gibt es Regeln, und um dann auch optimale Leistung aus der Mannschaft herauszukitzeln, ja, musst du natürlich auch mal die Spieler provozieren. Ja? Und ich erwarte viel von meinen Spielern. Wir trainieren sehr intensiv. Und es gibt halt in puncto Disziplin, Pünktlichkeit, da gibt es kein Vertun. Da müssen sich alle daran halten. Aber, das wissen auch alle meine Spieler, sie können immer zu mir kommen, wenn es Probleme gibt, privater. Ich werde immer allen Spielern helfen. Ich werde sie unterstützen. Und das wissen meine Spieler. Also insofern ist die Definition harter Hund in Frage zu stellen. Also dann wünsche ich dem harten Hund mit dem weichen Kern, Franco Foda, zunächst einmal erstens den Herbstmeistertitel. Danke. Ja. Und dann ein paar wirklich geile Jahre mit der Nationalmannschaft. Ich glaube, das nächste große Ziel ist Europameisterschaft und dann wären wir eigentlich reif für den Weltmeistertitel, oder? Herr Foda. Ja, das ist die Erwartungshaltung auch in Österreich. Ja, ungefähr so. Ja, so Durchschnittsösterreicher, so intelligent wie ich. Ja. Genau, aber ist ja auch gut. Ja, sonst würden wir ja auch hier nicht sitzen und über diese Dinge diskutieren. Ja, das ist ja das Schöne auch im Fußball, dass dann auch am nächsten Tag viel diskutiert wird. Jeder weiß immer alles besser, jeder hätte alles anders gemacht. Aber als Trainer musst du halt in der Situation entscheiden. Aber heute, nach dem Sieg gestern, spüren Sie schon die erste Welle der positiven Emotion. Das spürt man. Generell, wenn man wird angesprochen drauf, SMS. Ja, ist auch so, wenn man gewinnt, ist immer vieles positiv. Ja. Aber ich als Trainer generell, und das habe ich auch immer schon in Graz getan,
Ich freue mich über jeden Sieg. Ja. Aber als Trainer hast du auch die Verantwortung, Siege richtig zu analysieren und richtig zu bewerten. Mhm. Und das habe ich in den letzten Jahren immer gemacht. Ja, also es gab auch Siege hier bei Sturm Graz, wo wir gewonnen haben, aber trotzdem war nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, und das haben wir am nächsten Tag analysiert. Das war gestern ein Sieg, den Sie lieber analysieren als feiern. Beides. Ja. Das wird ja dann im März stattfinden, also es wird ja etwas länger dauern. Und es ist einfach so, dass es halt wichtig ist, auch den Spielern zu zeigen, dass wenn man Spiele gewinnt, dass nicht alles gut war. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Spiele, die wir nicht gewonnen haben, die ich dann anders gesehen habe als die Fans, das Spiel, ja. Was aber auch normal ist, oder vielleicht als der Journalist, ja. Was aber auch ganz normal ist in diesem Leben. Aber auch da habe ich meine klare Linie, das tue ich dann auch nach außen tragen, wenn ich ein Spiel so gesehen habe, dass wir haben zwar verloren, aber die Mannschaft hat gut gespielt, wir haben viele Möglichkeiten gehabt, haben aber kein Tor erzielt. Genauso wird auch ein Spiel analysiert, wenn wir nicht gewonnen haben. Also Herr Foda, vielen Dank für das erste Interview im ersten Fellner Live. Und jetzt gutes Training mit Sturm noch und dann ein paar tolle Jahre mit der Nationalmannschaft. Alles klar, ich freue mich aufs nächste Interview mit Ihnen. Dann können wir auch intensiv über das Team reden. Gut, danke schön. Bitte.